Also sorry, mir geht, also ich bin so scheiße. Also ich hätte in dem Moment können heulen, wirklich auf dieser vielleicht. Action! Hoi! Hoi zusammen! Freut mich, Artiana. Was läuft? Ich muss auch immer lachen, wenn wir immer das Gleiche machen. Ja, aber vor allem, was läuft, weißt du, als würden wir uns. Alles, was bei hat. Als würden wir uns nicht da über den Weg. Laufen. Ja, was läuft? Also. Nichts zusammen. Mir geht es sehr gut. Wirklich? Ja. Geil, Mann. Jetzt so, Mann. Wieso fragen wir uns ja nie einander, wie es geht? Gell? Meine Nase ist seit 4 Monaten auch verstopft. Das stimmt doch gar nicht. Sicher? Nein. Seit wo ich krank war, das ist vor einer Woche. Nein, du kannst schauen. Du kannst schauen bei dem Podcasting. Ich habe immer so eine. Ja, aber das Nase. Ist, glaube ich, du hast, glaube ich, Pollenallergie. Ja, das habe ich auch. Ja, also dann hebt die Schnürre. Ich habe alles ein bisschen. Ja, Juna ist am Schlafen, Leute. Ja. Wir haben es jetzt tatsächlich toi. Hör auf, immer das erwähnen, Samer. Wegen? Was tatsächlich? Was würdest du sagen? Mal ein bisschen im Griff bekommen wegen der Juna, Mann. Hör auf, das zu sagen. Nachher Auge. Nachher. Ja, easy, sie schläft wohl schlecht. Nachher machen die anderen, sagen die auf TikTok immer, Fitna. Mach kein Fitna. Nein, ich glaube gar nicht drauf. Und ja, auf jeden Fall geht es mir gut. Super, Samer. Mir geht es eigentlich auch gut. Schön. Ich habe Ferien. Ja, frisch von Paris gekommen. Weil der liebe Herr da hat mir eine Überraschung gemacht. Ein kleiner Flex. Mal kurz über Paris schnell geflogen, wieder zurück. Und ja, eben hat mir eine Überraschung gemacht, dass wir einen Tag auf Paris gehen. Und wirklich, also nicht mal einen Tag, ein paar Stunden. Was, paar? Es waren 12 Stunden gewesen, eigentlich. Eben 12 Stunden. Das wir sind um 7 Uhr sind wir dann geflogen. Und um 9 Uhr bist du da. Und dann um 8 Uhr sind wir wieder zurückgeflogen. Ja, also es hat sich mega, mega gelohnt. Wir haben wirklich alles gesehen, was wir haben wollen sehen. Wir haben alles gemacht. Also wir sind am Anfang sind wir den Eiffelturm natürlich angeschaut, weil ich habe ihn noch nie gesehen, obwohl ich schon ein paar Mal in Paris war. Dann sind wir essen. Dann haben wir noch Fotos gemacht. Dann haben wir noch ein bisschen shoppen. Dann haben wir noch mal etwas gegessen. Dann sind wir noch mal zu einem Cookie-Stand. Dann sind wir Velo fahren. Und ja, dann ist es eigentlich schon wieder fertig gewesen, aber... Louvre hast du vergessen. Louvre sind wir noch gewesen. Und... Ja, also was willst du sonst bei einem Städtetrip mehr machen? Ja, es hat sich wirklich gelohnt. Eben, es war halt schon nicht günstig gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, was man halt nicht macht, oder für die Liebe des Lebens. Oder? Ja, ist ja schön. Also es hat es wirklich gebraucht. Dass man mal weggehen, meinst du? Nein, nicht mal weggehen, dass es einfach so eine Überraschung gibt. Weil Leute, sorry, bevor er mich bekommen hat, jeden Tag zack. Ja, aber jetzt und auch seit eigentlich. Seit wir geheiratet haben, nein, vorher schon. Nein, das stimmt doch nicht. Hat er einfach auch aufgehört, Leute? Das stimmt nicht. Doch. Ich habe natürlich schon ein bisschen weniger. Samen, aber... wann hast du mir das letzte Mal eine Überraschung gemacht? Ja, aber ich habe dir immer wieder Überraschungen gemacht, Samen. Wann? Ja, Samen, immer wieder mal. Wann? Ja, immer wieder mal, sagen wir. Das ist so ein Witz. Ich meine es ernst. Ich weiß. Nein, aber ich meine, trotzdem vorher ist so ja, aktiv. Ja, logisch ist es aktiver gewesen. Ja. Du bist auch was viel anders gewesen, hast du mir ein Geschenk gemacht. Wann hast du das letzte Mal ein Geschenk gekauft? Zum Geburtstag? Ja. Das war im Juli gewesen. Ja, ich hatte früher auch nicht mehr Geschenk gemacht. Doch. Sicher. Das letzte habe ich dir den MacBook, den Ding gekauft. Was? Der MacBook. Der MacBook. Ja, aber das war Geburtstag. Nein. Der MacBook. Der andere MacBook. Auch Geburtstag. Nein. Das ist eine Lüge, Leute. Ist kein Geburtstag. Nein, und ich bin Material Girl. Und wann ist das? Letztes Jahr.
Was haben wir? Der MacBook? Du meinst den iMac? Ja. Das war Geburtstagsgeschenk? Nein, zusammen. Das habe ich meine Schwester und dir gekauft. Damit du ein bisschen für deinen Erfolg. Schon? Ja, schon. War nicht Geburtstag? Nein. Nur ein freches Sieg, mal vergessen. Ja, logisch, wenn es vergessen, wie es so lange her ist. Nein, schau, ich mache Spaß. Aber auf jeden Fall, ja, es war geil. Paris war wirklich geil. Ja, es hat sich gelohnt. Und es hat uns wirklich ein bisschen mehr so ein bisschen zusammengeschweißt, weil wir haben es wirklich ein bisschen verloren. Nein, das heißt, du so seit etwa 3 Podcasts im Fall. Also, ja, Alter, da was ist genau los? Also, willst du uns irgendwie etwas sagen? Hä? Ja. Ja, Alter, wir haben das wirklich verloren. Ja. Das ist voll belastend. Ja, schon, Samer, aber du sagst, es sind 3 Podcasts und ich probiere da, dass du nicht verloren bist. Und wieso klappt es nicht? Doch, aber ich sage, das hat ja geklappt, Mann. Was willst du? Dann haben alle anderen Sachen, die du gemacht hast, nicht geklappt. Mhm. Und das hat geklappt. Ja. Das ist doch ein Positiv. Und jetzt bist du wieder da, oder bist du immer noch verloren? Nein, jetzt bin ich eben wieder da und ich bin mega glücklich. Mhm. Siehst du nicht, wie ich dich strahlend anlege? Okay, so ist gut. Ja, weißt du, ich finde es aber wichtig, nur schnell. Nicht, dass jetzt alle denken, ich bin unglücklich, aber man verliert sich einfach. Ja, das ist schon so. Und, was soll ich jetzt wieder sagen? Ah, und viele meinen, dass unsere Beziehung perfekt ist. Dass du so viel für mich machst, dass ich so viel für dich mache, dass du mich voll liebst, dass ich dich voll liebe. Aber es ist nicht immer so. Ja, dass wir uns gegenseitig unterstützen, ist schon so. Das ist immer schon so gewesen. Das habe ich gar nicht erwähnt. Du hast es doch gerade gesagt. Nein. Dass wir uns gegenseitig. Du sagst ja gerade, dass wir uns gegenseitig lieben. Und unterstützen. Und alles für uns machen, hast du gesagt. Alles füreinander machen, hast du gesagt. Also, sagen wir, du wirst dich dann voll wundern. Du wirst dich so blamieren. Warte, du wirst dich so wundern, wenn du das nachher siehst. Okay. Nachher auf jeden Fall. Eben die Leute da draußen, wirklich, wir schreiben die Leute, oh mein Gott, was für ein Mann, oh mein Gott, was für eine Beziehung, oh mein Gott, dies. Und ich kenne das selber. Man schaut die anderen auf Social Media immer, zum Beispiel der Nader, schenkt ja der Luisa jeden Tag fast Blumen. Mhm. Und ich als außerstehende Frau sage zum Beispiel, du weißt ganz genau, ich habe Blumen nicht gerne, aber ich sage nur, denke mir so, wow, sie kommt jeden Tag Blumen über. Mhm. Aber du weißt gar nicht, wie er sie behandelt zum Beispiel. Ich sehe ja nur das Gute von ihm. Und das ist ja bei uns auch so. Klar, wir haben vielleicht hat er ja vorher gestritten und darum. Eben, genau. Das würde ich damit sagen. Genau. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Vielleicht haben sie gestritten und er kauft ihre Blumen und weil sie gestritten haben. Dabei denken wir Follower, oh mein Gott, er macht ihr einfach so ein Geschenk. Mhm. Und das würde ich den Leuten auch mitteilen. Das ist halt. Ja, es ist halt nicht immer. Es läuft nicht immer. Ja, ist ja so, ne? Aber wir tun das ja auch ein bisschen preisgeben. Du hast auch öfters mal einen Streit. Zum Beispiel bei der Furzstreit, wo ich gefurzt habe, hast du auch gesagt, du bist hässlich geworden, weil ich gefurzt habe. Ja. Wieso dir die Geschichte eigentlich? Auf jeden Fall, aber sagen wir, es ist eine andere Frage. Jetzt, ich wollte dich nicht angreifen, aber wieso tust du beispielsweise jetzt, du hast ja die Follower mitgenommen, wo ich dir das Geschenk gemacht habe. Wieso machst du denn, also wieso postest du denn das? Wenn du sagst, es ist nicht immer schön, wieso postest du denn das genau? Weil dich freust oder will den Leuten zeigen, willst, hey, es ist schön? Jetzt ist ein Interview und ein bisschen. Ja, weil ich mich freue und das ist halt einfach, es ist halt Content. Es ist halt endlich etwas auch zum Mitnehmen, weil ich in meinem Alltag ist langweilig langsam, weißt du? Ja. Und also nicht langweilig, aber es ist monoton. Ja, aber es ist einfach anders. Mm, es ist so. Und dann hast du einfach so wirklich eine Geschichte zu mitnehmen. Das ist aber auch schön. Es ist schon so, ich meine, du hast mir schon viele Sachen geschenkt, ich habe es fast nie gepostet. Du hast es nie gezeigt, ja. Ich habe dir fast auch jetzt vor etwa 3-4 Wochen, ja. Ich glaube, jeden Tag Blumen geschenkt, gell? Ja. Du hast nie etwas gezeigt. Ja, nein, weil eben... Du weißt ja, wieso die Blumen angekommen sind, oder? Wir gestritten. Ja. Und weißt du, wir haben gestritten und er schenkt mir Blumen und dann muss ich die nicht posten. Wieso sollen die Leute denken, oh mein Gott. Oh, mega schön und so. Ja, aber ein Herzig von ihm und so dabei. Voll. Nein. Also ich finde es schön, schau, ich tue dich jetzt da wieder in Schutz nehmen.
Ich finde es auch schön, wenn ich so Sachen sehe, vor allem auch, wenn das jetzt beispielsweise ein Mann macht, weißt du, wenn es ein Geschenk gibt oder keine was, finde ich das auch schön und es inspiriert mich auch ein bisschen, weißt du, es bringt mich so zum Nachdenken, warum Ardiana hat es auch verdient eigentlich, ich muss auch etwas machen. Ja, für Männer oder auch Frauen ist es ja. Ja, darum habe ich es eigentlich schön gefunden. Ich finde es schön, wenn du es postest. Aber du hast recht, es gibt wirklich Leute, die. Oder halt eben Frauen oder so, die es nachher in den falschen Hals nehmen und sagen: Alter, mein Mann, du hast ja so Nachrichten bekommen. Wir haben zum Beispiel viel geschrieben: Oh mein Gott, mein Mann bringt mich nicht mal bis Mac. Oh mein Gott, mein Mann interessiert das nicht. Oh mein Gott, mein Mann. Das ist ja auch schade. Ja, nein. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht etwas, was du alltäglich machst. Das war jetzt eine Überraschung und die Leute hängen dann so an dem, weißt du? Und ja. Vielleicht hasst mich die Männer so. Das habe ich mir auch schon überlegt. Gell? Alle denken sich so, alter Mann, die Ardiana, was postet die alles für einen Freund? Mann, jetzt muss ich auch. Oh, du, was will der Mann durch einen Behinderten? Behinderten, Mann. Und, aber ja. Ja. Aber ja, es gehört halt dazu. Ich habe es mir auch schön gefunden. Ja. Und du hast es verdient. Danke. Du hast es verdient, Samuel. Wirklich? Mm. Danke. Danke vielmals, Samuel. Du auch eigentlich. Was? Die Ferien. Ah, oh, apropos der Grenadierwoche Ferien, Achtung. Hey, ich kann... Du dir einfach Ferien. Sag einfach, ich habe Ferien. Ich so, ja. Ich habe mir Ferien eingetragen. Ja, einfach ohne mich fragen. Oh, Kollege. Ich habe selber mir Ferien eingetragen. Ja, aber dann heisst das nicht, ich habe Ferien genommen, wenn du dann in dieser Zeit noch schneiden musst. Ja, aber ich bin daheim, ich habe Ferien. Hey, nein, Mann. Ist geil. Hey, sag mal, vorher hast du erwähnt, vor der Hochzeit, oder? Mhm. Also vor der Hochzeit, ja, ich habe viel Gedanken bekommen. Apropos Hochzeit. Hm. Wie hast du Hochzeit gefunden? Hochzeit von uns war wie so eine Schulparty, die einfach abgegangen sind alle. Geil? Wie so eine Silvester-Schulparty. So wie so eine so die Highschool. Highschool, ja. Highschool-Partys. Es war echt eine geile Hochzeit. Und vor allem, ich würde gerne alles nochmal feiern, aber ohne den Druck und den Rausch im Kopf. Ja, voll. Weil du machst so viele Gedanken und dies und das und einfach für nichts. Das ist etwas, was ich mir auch überlegt habe. Das Einzige, was ich bereue, ist, eben, dass ich mir so viele Gedanken gemacht habe. Und weißt du, wo habe ich mir Gedanken gemacht? Dass alles perfekt ist für dich. Oh. Ja, sorry, aber in Strugasit ist echt schwer, um alles perfekt zu bekommen. Ja. Mir glaubst, was hast du bestellt? Oder bestellt neu, ist etwas anderes gewesen? Was war das genau gewesen? Irgendetwas hast du bestellt, nachher ist es etwas anderes. Ja, der Kuchen. Ich habe weiße Blumen bestellt, also so Kuchen mit weißen Blumen, einfach orange Blumen drauf gehabt. Orange. Du sagst dann schwarz, das kommt auch weiß, Mann. Hey, nein, Mann. Aber eben, das sind so Sachen, wo ich mir so denke, Mann, scheiß drauf, Mann. Wer hat den Kuchen interessiert in dem Moment? Niemand. Hat der Brat geschaut? Ja, logisch. Das Einzige, was ich zum Beispiel schlimm fand, ist nicht der Kuchen, wie er aussieht, sondern das Kuchen schneiden. Weil sie haben uns einfach so irgendwo in den Ecke hinein und die Leute haben uns erstens gar nicht anschauen, wo wir tanzen wollten, haben wir gar keinen Platz mehr gehabt zum Tanzen. Mm. Es war einfach etwas. Gewesen. Und vor allem der Hintergrund von uns, das wären ja eigentlich herzige Bilder gewesen, wo wir uns geküsst haben. Das war einfach so die Tür von der Küche. Und der Kellner hat rausgeschaut. Der Tisch war so klein, gewesen, Leute. Und ich wollte nur einen Meter Kuchen, wählen, also ein klein. Und der Tisch war auch nur ein klein gewesen, und der Kuchen ist jetzt bis zu den Knien gegangen. Scheiße, Mann. Nein, Mann. Weißt du, was ich lustig gefunden habe bei der Hochzeit? Wir haben einen Tanz geübt am Anfang, wenn wir reinkommen. Und schon rein als Paar anschauen dich an. Und das war auch mit Minuten. Wir haben so viele Sekunden, bis wir in der Mitte sind. Zum Tanz dann anfangen. Und ich bin so. Das Lied hat angefangen. Und ich bin dann so voll in eben Druck, weil du willst alles perfekt machen. Und wir haben dann gesagt, die machen die Tür auf. Und deine Tür ist ja deine Tür auf der Seite ist ja aufgegangen. Es waren ja zwei Türen gewesen.
Deine ist aufgegangen, meine ist nicht aufgegangen. Und sie so. Und sie so. Du und ich habe gesehen, ich mache auch so. Und weißt, wir haben nicht mehr viel Zeit, weil wir müssen schon dort stehen, während dann der Takt kommt. Genau, das Lied am Laufen, das Lied am Laufen. Was war das für ein Lied? Und ich so, fuck, und sie auch. Geht einfach so in die und ich gehe so, ich so, Alter, Mann. Du mich so reinquatschen bei dir. Ey, nein, Mann, das ist und so richtig hässlich. Und so blöd, ich einfach führe fast gerannt. Genau. Ich bin so du mit, siehst auf dem Video, kennst die, die Sportart, wo es nicht rennt, sondern so schnell laufen? Ja. So bin ich gelaufen. Tack, 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 tack. Und vor allem, ich muss sagen, das ist auch etwas, was ich bereue, dass wir ein Choreo geplant haben. Das hat mir so Druck gemacht. Mm. Also der erste Tanz, unnötigste ever. Ja, Mann, das ist Katastrophe. Das ist so unnötig, dass wir dort versucht haben, einen Tanz zu machen. Der zweite Tanz, den wir gemacht haben, für alle, die unsere Hochzeit noch nie gesehen haben, könnt unbedingt auf meinem Kanal, dort könnt ihr es sehen. Auf jeden Fall... Auf Insta, meinst du? Ja, auf Insta. Der Latino-Dance war super geil. Der war wirklich so unterhaltsam und etwas Neues. Aber den ersten Tanz, Leute, haben wir ein Choreo gehabt. Und einfach unnötig. Das ist ja, unnötig. Der Anfang ist eh so herzig, ja, einfach voll, etwas. Voll. Und wir haben uns so Druck gemacht. Wir haben, weißt du, einen Abend gefahren, weil wir Angst hatten. Und da, fuck, Mann. Also das hat mir richtig die ganze Zeit so einen Druck gemacht. Das war gruselig, ja. Nach dem Tanz ist mir auch gut gegangen. Ja. Und sonst bereue ich. Und nochmal etwas, was ich bereue, ist, dass ich so viel mal meine Kleider gewechselt habe. Das ist so viel mal hast du gewechselt? Unnötigste dreimal, ever. Ja, dreimal, Leute. Erstens, so viel Zeit, die verloren geht. Zweitens, ja, weiß nicht, ist auch. Also ist einfach unnötig, weil den Switch von den Kleidern kannst du gar keine Bilder machen. Weißt du, du hast nichts. Du hast nur Stress und du siehst halt anders aus. Ja, voll. Anstatt einfach die Zeit geniessen. Und wenn ihr ratet ja jetzt auch und sie will auch ein paar Kleider anlegen, ich habe ihr gesagt, mach das nicht. Weißt du, nicht nur, es ist ja nicht nur Kleid, du tust das ganze Design. Ja, vielleicht, was du kannst machen ist, was ich eigentlich nicht verkehrt finde, ist, du, ich meine, so eine Brut mit dem ganzen Kleid, man, kann ja nachher nicht abgehen, weißt du, es ist ja nicht anders. Ja, ja, ja. Und vielleicht so nach dem, ab dem Partyteil kannst du etwas anderes anlegen. Das finde ich ja normal. Das ist okay. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe ja nicht nur Outfit gewechselt, ich habe meinen ganzen Stil geändert, ich habe Haare geändert und das hat ja auch viel Zeit, weil das Kleid anlegen ist. Und vor allem, du musst ja dann immer planen, wie du dann reinkommst. Weißt du, eigentlich voll unnötig. Weil du willst es nochmal präsentieren. Ja. Und das war unnötig selber. Aber sonst Location und so war eigentlich schön gewesen, Mann. Ja. Also, mir hat es mega gefallen. Du, ich habe die Location brutal gefunden. Es ist mega schön. Obwohl es Struga war. Und Struga ist halt. Ja, Struga ist ja so wunderschön, aber sie sind auch so hängen geblieben, was die Zeit angeht. Sie sind immer noch so in dem Synet-Saal. Shit, Mann. Synet-Party. Wo sie. Sie hat doch dir auch gesagt, die Ballöne oder so. Wo sie auch müssen aufgehen beim Tanz. Ich glaube, nur eine ist aufgegangen. Ja. Leute, ich habe so einen Effekt, dass wenn wir tanzen und der Trainer mich so hindern tut, dass alle Ballons so geplatzt werden beim Takt, beim richtigen Takt. Und nachher gehen alle Ballons so rauf und mir so hindern. Also wirklich auf dem Video, wo ich meine Vorstellung gesehen habe, so schön. Dort einfach einen kaputt gegangen und so richtig hässliche Ballons, die man aufbläst, weißt du, so die Ovalen. Also ich habe eigentlich, ich schwöre, man, ich habe wirklich gedacht, er ist irgendwie so mit einem Kleiderbügel-Clipser irgendwie dort zusammengebunden. Und nachher, wenn der abgeht, macht es einfach so. Ja, Leute, weißt du, die Frau, ich habe ja gestern eine Assistentin gebucht, die gar nichts gemacht hat. Aber das war eine Aufgabe, die sie hatten, gell? Das mit den Ballon. Und die ist schief gegangen. Und sie hat es einfach nicht angebracht. Hey, nein. Und ich habe sie 500 Stutz, also ich nicht. Aber ja, der Service einfach, ist 500 Stutz gewesen. 500 Stutz gewesen, Leute. Was ich eigentlich auch cool gefunden habe, ist der Sänger gewesen. Wie hat er geheißen?
Der Fetze. Ah, der Sänger? Der Sänger. Ah, Agim. Agim, genau. Der ist schon. Der Leute, der ist in Amerika. Der lebt in Amerika. Ja, Leute, der hat so. Und wo du. Wo du ihn ja gebucht hast, angelüht hast, du im Gym gewesen, ja. Hast auch so Gerät gehört, so ding. Er so, yeah, what's up? Hey, nein, Mann. Aber er ist so ein geiles Jahr. Und der ist voll auf Koks gewesen, Leute. Ich glaube, der ist. Und dann habe ich in einem Lied hat er mich gepackt, Mann. Ich habe nur Muskeln gespürt. Und er ist etwa 3 Köpfe grösser gewesen als ich. Der hat mich da so gepackt, hat seine ganze Schulter auf mich gelassen. So drauf da, Alter, ich glaube es da am nächsten Morgen habe ich einfach Muskelkater gegeben. Oh, ist so chill. Er war verdammt fetzig und voller Koks, Mann. Ja. Gute Koksnase. Aber eine gute Stimmung. Aber er hat es richtig gut gemacht. Es ist egal, was er genommen hat, aber es war richtig lustig mit ihm. Besser und als euch. Der war super gewesen. Und Pony hat dann. Pony hat richtig reingeschissen. So. Pony hat leider etwas reingeschissen, Mann. Was ich von Anfang an nicht gerne kann. Der ich mag ihre Lieder, weißt du, so, zum einfach im Auto hören oder so. Aber für Hochzeiten finde ich einfach etwas. Sorry. Ja, ist wirklich. Oder vielleicht so. Hat sie einfach einen schlechten Tag, keine Ahnung. Oder das. Oder das. Und ja, aber sonst ist so im Gesamt. Das sind so Kleinigkeiten, die ich einfach nicht mehr machen würde bei der nächsten Hochzeit. Ah, hast du aber so Feedbacks bekommen von den Leuten? Ist auch gut gewesen, nicht ja, gut gewesen? Also alle haben gesagt, das Essen ist schon gut, weil wir haben zum Beispiel nicht so das 1000 Fleisch auf einem Teller, sondern wir haben ein Steak, wirklich ein grosses Steak. Und Gemüse und wirklich sehr fein. Also das Essen ist wirklich sehr fein, obwohl wir nichts gegessen haben. Und ja, und das war auch noch lustig an der Hochzeit. Also ich wollte ja von Anfang an Pony nicht. Wollen. Und ich habe auch gesagt, Samer, die wird sowas von keine Stimmung machen, weißt du noch? Und dann hat er mir gesagt, look, egal, machen wir es einfach und wenn es nicht gut wird, ich buche dir Malediven, wir heiraten allein das zweite in Malediven. Und es war tatsächlich so, gewesen, Pony war die Erste, die angefangen hat zu singen und sie ist so scheiße. Sie hat richtig langweilig sie angefangen. So, wir können das so schnell einblenden. Es ist sag das nicht, Samer. Wir blenden nie etwas ein. Es war wirklich so peinlich, gewesen, wie lame die Musik war. Und vor allem, weißt du, so der erste Tanz ist ja immer so, geht ja voll ab. Ja, auf jeden Fall ist so eine halbe Stunde oder eine Stunde ist es, glaube ich, gegangen. Ja, eine halbe Stunde. Ihr habt an meinem Gesichtsausdruck im Video merkt man, wie scheiße ich drauf war, weil ich genau gewusst habe, es kommt so. Jetzt habe ich dann, der Inhalt hat mich dann gepackt, weil ich dachte, Alter, das ist jetzt einfach meine Hochzeit, weißt du? Ich habe wirklich so gedacht, fuck. Und dann, ich habe nach einer halben Stunde bin ich anhocken. Ja, ich bin nachher anhocken. Sorry, also ich bin so scheiße. Also ich hätte in dem Moment können heulen, wirklich auf dieser Fläche. Ja. Und dann so, und er hat gerade noch, er hat durch sie auch oder Scheiße. Ja, yeah, ich habe sie angeschaut, ich so. Er so. Fuck, man. Wir gehen beim Esstisch, also bei uns am Tisch, er so. Ich buche schnell mal einen Dive. Es war aber nicht so gewesen. Wir hocken da hin, ich nehme das Handy führen. Und Arde so ein bisschen rumschauen, so ein bisschen am Schauen. Dann schaut sie einfach zu mir rüber und sieht mein Handy und sie so, was machst du? Und ich bin einfach auf Booking gewesen und da mal einen Dive gebucht. So dumm, Leute. Hey, nein. Und ich so, Alter, chill, Mann, was scheißegal, weißt du, ich habe es genau gewusst. Kennt ihr den? Ich habe dir gesagt. Er ist so, sorry, Samer, sorry, Samer. Auf jeden Fall ist nachher der Agim Gerbeschi, der, den ich gebucht habe. Und der ist abgegangen. Der hat noch eine Stimme gemacht. Der hat die Hochzeit gerettet, Leute. Und der hat Pony aber eben auch gemerkt, dass es. Das ist ja, fuck, weißt du, ich gehe unter. Auch etwas gesagt. Nein, meine Mutter noch etwas gesagt, so quasi reingedrückt ihr. Und dann ist es natürlich hässlich geworden, dann ist sie auch ein bisschen aufgeblüht. Dann hat sie auch probiert, ein bisschen Stimmung zu machen. Also ein Tag im Gerbeschi ist voll abgegangen und nachher haben sie zusammen so... Ja, voll. Nein, ist eigentlich, eigentlich schon gut gewesen. Ja. Eben, sonst hätte ich ja nicht können sagen, meine Hochzeit ist geil gewesen. Aber wär nur Pony gewesen, Samer, ich schwöre auf Gott, ich hätte Schluss gemacht. Wirklich? Ja. Wow. Das wäre für mich die reinste Katastrophe. Vielleicht bist du darum verloren. Wegen der Pony. Vielleicht haben wir uns verloren wegen der Pony. Pony ist schuld, Mann. Nein, Mann, aber. Ja. Weißt du, sie war eine Tür, Leute. Und der Agim Gerbeschi zum Beispiel gar nicht. Und er hat viel mehr Stimmung gemacht als sie. Weißt du, ich denke. Ja. Nur weil sie ein Star ist. Jetzt mal. Schöpodi.
Ja, sie hat schon Millionen Klicks auf den YouTubes. Ja, ich sage ja. Auf YouTube wie auf den YouTubes. Ich liebe ihre Lieder. Sie ist super geil, aber nicht für Hochzeit. Ja. Das ist einfach ein Skandal. Ja, nur geil. Was sollst du machen? Ah, mein Ohr kratzt. Kratz. Welches Ohr? Linke. Ich glaube, das heisst, du bekommst Geld über. Nein, das heisst, wenn du deine Hand kratzt. Ja. Und ja. Aber ja, ja. Voll. Das war es eigentlich, Leute. So, ich glaube, eine halbe Stunde ist rum, gell? Ja, 26 Minuten jetzt. Ich glaube, so langsam aber sicher ist das gewesen, ja. Ist das ein spannender Podcast-Folge? Ich glaube schon, oder? Ja, mal. Ja. Mal. Ja, wir müssen wirklich mehr machen zusammen. Ja, wir müssen mehr machen. Aber da daheim, man, viel geiler. Wir können es auch daheim machen. Schau mal, was für ein Equipment wir haben. Aber das Lustige ist, jeder Podcast-Folge sehe ich einfach so scheiße aus. Nein, sag mal. Also nicht scheiße, aber so nicht frisch. Ja, aber wir sind am Abend mal. Ja, eben. Leute, es ist 10 Uhr. Ich habe Jonas Schlaf verbracht, zweimal heute. Dann sind wir im Juckerfarm, sind voll heiß, voll geschwitzt. Und jetzt habe ich sie nochmal ins Bett da und schaue, wie ich aussehen. Ja, wir haben nur dann Zeit. Aber hey, wir machen es und wir haben Freude daran. Ja. Und es ist eine Therapie, oder? Wenn wir uns verlieren. Bringt auf jeden Fall nichts, oder? Nein, Spaß, aber ich liebe dich. Ich liebe dich auch so. Öffentlich. Wow. Scheiße. Nein, Spaß. Also. Es ist wirklich schön mit dir. Bring halt zusammen. Wir reden nachher. Also, dann wünsche ich euch einen tollen Start in die Woche. Und ja. See you. See you. Bye.